So. Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Ja, hallo YouTube. Wir befinden uns im stillen Game. Nein, wir befinden uns bei Layers of Fear. Wir spielen die Demo, denn es kommt ja ein Layers of Fear. Es hieß ja eigentlich Layers of Fears, sollte es ja irgendwie heißen. Es beinhaltet Teil 1, Teil 2. Ich glaube, das DLC, glaube ich, auch. In Unreal Engine 5, also neu aufgemacht und auch neue Sachen sind drin und so und tralala. Ich bin echt gespannt. Wir gucken uns das jetzt mal an und würde sagen, bis gleich. I once had it all. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing, venerated. Then one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. Taking what's mine. Zehn Jahre zuvor. Kapitel 1, die Autorin. So, da wären wir schon. Ich nehme, was mir gehört. Autorin? Das fängt ganz anders an. Gut, ist jetzt die Demo, ne? Aber ich kenne das so gar nicht. Ich kenne gar nicht, dass man eine Frau spielt. Oh. It made me think of your poem. Congratulations. Hm. Ein Zettel? Können wir den lesen? Nee. Da. Ein Bild. Okay. Aber das ist doch jetzt der erste Teil, ne? Oder? Ich bin so gespannt. Und meine Fresse, wie das aussieht, ne? Unreal Engine 5, wohlgemerkt. Das wird bestimmt spaßig. So. Das Telefon klingelt. Wer mag das wohl sein? Wo sind wir denn hier überhaupt? Ein Zettel. Dear... Congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Sehr geehrte Unleserlich, nochmals herzlichen Glückwunsch zum Gewinn unseres Wettbewerbs. Um es noch einmal zu wiederholen, Ihr Beitrag hat uns erstaunt und wir freuen uns, Sie in unserer Einsiedlerei begrüßen zu dürfen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Der gesamte Leuchtturm steht Ihnen zur Verfügung. Ein Boot kommt einmal pro Woche mit Vorräten an. Und wenn Sie etwas brauchen, gibt es ein Telefon auf dem Gelände, was ständig nervt. Wir wünschen Ihnen einen fruchtbaren und inspirierenden Aufenthalt. Was heißt in Abschrift? Das Management. Achso. Blätter, Notiz, schließen. Alter, wer ist denn so also penetrant am Hörer? Geht eh noch nicht. Oh, hello? I received the word that you came to the lighthouse. You find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What?
You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. It is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Dass wir einen Vertrag haben? Now that was a conversation I was too sober for. Wir haben einen Vertrag, dass wir schreiben. Okay. Und wir sind also im Leuchtturm, ja? Okay, das ist ganz anders. Das gab's so im Originalspiel gar nicht. Oder ich hab's vergessen. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Frau gespielt haben jemals. Ob Teil 1 oder Teil 2. Okay. Das Geile bei Layers of Fear war ja damals so... Was? Wenn du dich umgedreht hast, war auf einmal alles anders. Das war ja so das große Feature. Waren auf einmal Wände anders und tralala und alles. Na, gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Was? Ich wollte doch gerade... kenne das Spiel gar nicht. Das werden wir aber ändern. Denn ich werde das, glaube ich, echt nochmal durchspielen wollen. Weil mir haben die echt gut gefallen, beide Teile. Auch wenn der zweite ein bisschen anders war wie der erste, aber ist ein großartig. Ist ja von den Machern, die jetzt auch also die Medium gemacht haben und das war ja quasi so eins der ersten Projekte hier, Layers of Fear. Also die Medium gemacht haben und jetzt Silent Hill 2 das Remake ja machen. Nehme das, was mir gehört. Da ist das Bild. Ist es das, was ich denke? Und die wissen, was wie Horror geht, ne? Oh, da war das Bild zu sehen, ganz kurz. Da war ganz kurz das furchtbare Bild zu sehen aus dem ersten Teil. Oh, wo es immer schlimmer wurde. Hallo? Might as well make some good use of the phone while I'm here. Wähle 333 auf dem Telefon. Wähle 333 und du hast mich schon. Hallo? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Haunted? All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Okay. Wir sind die Autorin. Na dann, würde ich sagen, schreiben wir mal weiter an unseren Memoiren. Ist überall. Ich mache einfach die Tür zu. Ist, glaube ich, das Beste. So. Schön am Fensterchen. Erstmal was schreiben. So. Jetzt aber. Auf geht's. Kapitel 2. Oh, das ging jetzt doch ein bisschen schneller als gedacht.
Sind wir jetzt er? Weil das kenne ich. Ich meine, das Bild kenne ich nicht, aber... Ist es das, was ich denke? Hass! Selbst jetzt verloren. Du verdienst es. Beende es. So, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Ja, gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Danke fürs dabei sein. Alles abgeschlossen. Oh ja, die Alkoholflaschen. Ich entsinne mich, als wäre es gestern gewesen. Es kommt mir direkt heimisch vor. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie zu Hause. Schlaf gut, Cookie. This is private. Ja, wir sind der Künstler. Wir sind jetzt wieder zurück. Die Vergangenheit holt mich ein. Oh ja, oh mein Gott, wir sind er. Huch, ich habe die Schublade durchgeschoben. Oh, wer weiß das noch? Oh, diese Räume. I hereby resign from service as maiden. House. Kündigungsmitteilung. Ich trete hiermit vom Dienst als Dienstmädchen im unleserlich Haus zurück. Mary Smith. Ganz schön am Gewittern hier. Morphium-Rezept. Patientenname unleserlich. Datum unleserlich. Dr. Med. William H. Green hat das geschrieben. Das Rezept ausgeschrieben. Warum flackert denn hier alles? Schon gruselig. Okay. Bin etwas verwirrt gerade. Warum? Warum verwirrt? Wir spielen jetzt nicht mehr die Tante von gerade. War ein harter Schnitt. Boah, wie cool das ist mit den Bildern, ne? Das ist so creepy, aber auch gleichzeitig voll künstlerisch gut. Oh, wie habe ich das vermisst? Oh, das ist so gut. Ja, ist eine andere Perspektive jetzt. Das ist bei dem Spiel manchmal so. Also, es war damals schon so ein bisschen ein Dings. Deswegen auch die Räume ändern sich in alles. Wie die Verbindung. Ja, das weiß ich nämlich auch nicht, weil das gab's vorher nicht mit der Autorin. Das gab's nicht damals. Das hier gab's, ja. Und auch, dass die Räume sich ändern. Lass mich, hör auf. Wenn du dich umgedreht hast, war auf einmal alles anders. Welcher Weg? Welchen Weg soll ich gehen? Das ist gut. Vielleicht nach Hause? Ich habe es immer geliebt, mit Blut zu malen. Boah, das Bild. Alter. Die Bilder sind... Schon wieder? Die Bilder... Hä? Warum frage ich eigentlich? Have a huge garden. Green calms your nerves, you said. Ja, welchen Weg soll ich gehen? Diesen? Is this the right door for me? Das weiß ich nicht. Entscheide dich. Das ist so gut. Aber auch gleichzeitig so gruselig. Ich glaube, da ist jemand stinkig. Nee, lass mal. Ich glaube, wir müssen irgendein Bild sammeln. Weil... Ich gehe mal hier lang. Ist das die richtige Tür für dich?
das jetzt die Autorin? Weil wir haben unten rechts... Leinwandkriecher, Masse aus pulsierendem Fell von Gift und Farbe, Feuer, Entlösung. Weil wir haben hier unten, zeige ich euch mal eben, warte, guck mal da, so eine Karte oder so ein Bild mit so zerbrochenen Schnipseln. Wir haben einen gefunden. Sieht richtig gut aus, schönes Horrorspiel. Ja, definitiv. Das war damals schon gut. Boah, Alter, wie sah das Feuer denn gerade bitte aus? Leck mich fett. Uff. Ich weiß gar nicht, ob das so gut rüberkam. Uff, holy. Muss die Dunkelheit bekämpfen. Der Rollstuhl. Muss noch eine Kerze finden. Da. Streichhölzer da unten. Achso. Boah, das sieht schon verdammt geil aus, muss ich sagen. We can have electricity in the bedroom and in the piano room. Apart from that, if you don't want to be around fire, just don't go near it. Ich will ja nicht. Come to that. But here we are. I will protect myself. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Ich weiß die Geschichte, ich kenne die Geschichte ja, ne? Deswegen, ich werde jetzt auch meine Schnauze halten, weil sonst spoilere ich zu viel. Das gab's so auch nicht. Das gab's so aber auch nicht, dass man kämpfen musste und sollte. Since my last letter, things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cup stuck to a kitchen table. We need new servants. These people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore. Seit meinem letzten Brief sind Dinge nur noch schlimmer geworden. Erst gestern brach ein Hocker unter mir zusammen. Meine Tasse klebte am Küchentisch fest. Wir brauchen neue Bedienstete, aber die Leute sind so faul. Es ist, als wollte niemand mehr arbeiten. Da, sieht nicht gut aus. Ist nur eine Demo. Könnt ihr selber runterladen. I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain reasons. Frau Unleserlich. You know how life in this house looks. If I could give you some advice. Think about being more understanding and a bit nicer to future servants. Frau Unleserlich, ich kündige die Arbeit in diesem Haus vom heutigen Tag an. Ich glaube nicht, dass ich meine Gründe erklären muss. Sie wissen, wie das Leben in diesem Haus ist. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann würde ich Ihnen raten, mehr Verständnis für Ihre zukünftigen Bediensteten zu haben, um etwas netter zu sein. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Ja. Sagst du so? Why can't
Can't you understand? I'm working in here! I swear, if I'm interrupted one more time... I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Oh, das ist so gut. das ist nicht gut. Das ist überhaupt... Diesen Raum habe ich anders in Erinnerung. Ich habe das alles irgendwie anders in Erinnerung. Muss ich sagen. Hier läuft die ganze Farbe aus. Boah, das ist so widerlich. Alles Farbe, alles voller Farbe und so. Oh ja. Oh, doch, jetzt weiß ich, wo wir sind. Oh, holy. Was ich sagen wollte, ihr könnt die Demo selber spielen. Bis zum, ich glaube, bis zum 25. diesen Monat ist sie noch verfügbar. Nein. Du musst die Platte erst auflegen, Mann. So, jetzt aber. Something on around, something on around. Das ist so gut. Und so gruselig zugleich. Something on around. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw. Boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Das ist so durch. Das ist so durch. Hier entstand übrigens auch der Clip mit Nachttischschub. Lade, wo ich das Wort so lang gezogen habe. Langes Wort. Nachttischschublade. Hier entstand dieser Clip bei dem Spiel. It cannot be undone. Oh, wir sind wieder zurück. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Canvas Crawlers. Hier sind unsere Sammlungen. Genau, so war das. Hass, okay. Verloren allein, du verdienst es. Ein Grab für dich, beende es.
Und wir malen weiter. Kapitel 5, Berührung. Okay, wir springen jetzt ein bisschen zeitlich in der Demo. Es ist ja wie gesagt eine Demo, ne? Wir springen jetzt in der Demo so ein bisschen zeitlich durch die Kapitel. Anscheinend stand jetzt Kapitel 5. Oh ja, dieses Bild. Oh Gott, das wird sich so einbrennen bei einigen, auch bei euch. Ihr werdet sehen. Das ist der Knochen. Also hier ist quasi, hier kommen wir immer wieder zurück zu diesem Ort. Er war dem nicht gewachsen. Das ist, glaube ich, die Autorin, die da jetzt gesprochen hat. Er war dem nicht gewachsen. He comes to me at the bottom of the bottle. The horned master of cubism. We drink to the fall of reality. Till the shapes sharpen. And I cut myself on the rectangular, infinitely straight edges of my glass. And he retreats to his nest in the iris of my left eye. Am Boden der Flasche kommt zu mir, der gehörnte Meister des Kubismus. Wir trinken auf den Niedergang der Realität, bis die Konturen schärfer werden. Und ich mich an den eckigen, unendlich scharfen Kanten meines Glases schneide. Und er sich in sein Nest zurückzieht, in der Iris meines linken Auges. Hat sie vielleicht seine Geschichte geschrieben? Ich weiß es nicht, kann sein. Ich kenne, wie gesagt, die Autorin nicht. Die ist neu. Das kann natürlich gut sein. Boah, wie geil das aussieht. Alter Schwede. Können wir vielleicht drüber reden? Oh, lass mich! Muss los! Oh, hu, ha! Da hab ich ja ganz vergessen! Da war... Hayamua! Oh, ist das furchtbar! Oh, ist das furchtbar! Oh, wo muss ich hin? Oh, fuck. Fuck my life. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Oh, ho, ho. Können wir vielleicht drüber reden, Omi? Oh, ist das creepy. Oh, fuck, die Türen. Sie bricht die Türen alle durch. Mach die Tür zu, Mann! Oh Gott, ist das furchtbar. Jetzt sind wir wieder hier. Wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, sie fängt an zu rennen, oder? Uah! Oh, fuck my life. Fuck my life. Na, mach die Tür auf. Oh, scheiße. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Bin ich richtig? Wo muss ich hin? Ich glaube, ich laufe im Kreis, oder? Ich habe zwei Zahnräder eingesammelt. Lass mich! Geh weg, die war da! I-A-U-A! Nein! Geh weg! Ich will das nicht! Hör auf damit! Lass mich! Wo muss ich hin? Scheiß-Chinesisch! Muss ich hier hin? Ich muss hier hin! Nein, muss ich nicht! Nein, muss ich gar nicht! Nein, wo muss ich? Nein! Ich will hier raus! Ich will hier nicht hin! Ah.
Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Verdammt. Slendy? Hat die Slendy gesagt? Slendy-Pupendi. Der Slenderman ist aber nicht hier. Ich möchte doch nicht, dass der Slenderman kommt. Da ist noch eine Tür, die noch zu war. Da waren wir noch nicht, ne? Oh Gott, so viele Wege. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist ja blöd. Ja, warte mal. Oh Gott. Wie sie stöhnt. Oh fuck, Alter. Oh, leck mich am Arsch. Ich hab doch gerade bei Outlast erst so ein Dings hinter mir. So eine Verfolgungsjagd. Nein. Ich lass dich nicht raus. Oh, fuck, man. Fuck my life. Fuck my life. Oh, fuck. Oh, fuck, Alter. Fuck, man. Wo muss ich hin? Oh, die ist hinter mir. Die ist ganz schön hinter mir. Hier vielleicht? Muss ich hin? Hier leuchtet's. Oh, ich kündige. Kann das mal aufhören? Das sieht nicht richtig aus. Hier waren wir gerade, ne? Ja. Oh, fuck. Wie kam man denn... Oh, shit, wo kam man denn zu den Dings? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ah, ich hab's gewusst. Ich lauf dir genau in die Arme. Ich wollte es nämlich gerade gesagt haben. Ich werde dir bestimmt gleich in die Arme laufen. Und genau so ist es auch. Lass mich. Mann. Da sind die Zahnräder. Kann ich da was machen? Oh nein! Nein, 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 nein! We belong together. We belong together. Together with you. I belong together. Together with me. Wo bin ich? Bin ich in meinem Atelier? Alter, wie das aussieht. Oh Gott, ich erinnere mich nur an diesen einen Raum, der so unendlich nach oben ging. Oh, der war so furchtbar geil. In any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent actions. Liest du erst nochmal vor, wenn ich das aufnehme? Ach, scheiße. Kann ich das irgendwo nachlesen, Journal? Ach, fuck. Ach Mist, wie ärgerlich. Ich hätte das jetzt gerne... Ich kann zoomen? Wie habe ich das denn gemacht? Oh Gott, wie schrecklich. Da ist ein Illustra Gentleman, oder? Er zeigt Bauch. Die Bilder sind allerliebst, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, okay. Das ist alles sehr schön. Wir haben noch ein Zahnrad, ne? Juhu. Da liegen noch Streichhölzer. Vielleicht sollten wir die mitnehmen. Danke, dass du die Demo-Version von Layers of Fears gespielt... Layers of Fears gespielt... Fears. Hier steht tatsächlich noch Fears. Guck mal. Layers of Fears. Aber es heißt ja tatsächlich nur noch Layers of Fear. Gespielt hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und wir freuen uns auf dein Feedback. Bleib auf dem Laufenden. Oh, für noch mehr Wahnsinn. Sehr geil. Ja, Freunde. Das war die Demo zu Layers of Fears.
Und es hat mir sehr gefallen. Die Autorin, man sieht auch, hier ist das Zimmerchen vom Leuchtturm. Da ist übrigens auch Titanic, das Boot vom zweiten Teil. Ich weiß nicht, die Titanic war es doch nicht gewesen, oder? Oder war es die Titanic? Nee, oder? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, großartig. Könnt das Spiel noch bis zum 25.05., glaube ich, die Demo. Und dann kommt es ja, glaube ich, auch schon eine Woche später oder so raus. War das nicht irgendwie so? Meine ich zumindest. Großartig. Geiles Spiel. Ich freue mich. Es wird richtig cool. Es wird großartig. Sehr horrorig dieses Jahr, ne? Richtig viele Horror-Games. Auf YouTube. Wir sehen uns wieder. Macht's gut.